Hallo zusammen. Ich bin ein bisschen sauer und zwar rege ich mich heute auf über Spezialisten. Kältetechniker, Kältefachleute, die sich dann an so ein Teil wagen. Das ist eine Tiefkühltruhe, hat hier minus 61 Grad. Ist natürlich ein bisschen laut, aber das spielt keine Rolle. Wir haben in dieser Truhe drin zwei Kältemittel, brennbar R170, also Ethan, und R1270, Propen. Wenn ihr euch damit nicht auskennt und dann hier den Druck misst, lasst doch die Finger davon. Hier hat einer, ich hänge jetzt ab, kontrolliert, ob das Ding in Ordnung ist. Hat dann Deckel draufgeschraubt, die wir gar nicht verwenden. Die Truhe kam dann hierher, weil sie zu tief kühlt. Nein, sie hat überhaupt nicht gekühlt. In beiden Kreisen war zu wenig Kältemittel drin. Also die Spezialisten, die das Gefühl haben, sie müssen den Kältemitteldruck kontrollieren. Lasst die Finger davon, wenn ihr nicht mal wisst, was da für ein Druck drin sein sollte. Weil jedes Mal, wenn ihr hier bei diesen kleinen Kältemittelmengen einen Druck misst, dann misst ihr Mist und nichts anderes. Darf mich heute aufregen. Wenn ihr keine Ahnung habt von Truhen, die diese Temperaturen erreichen oder auch sonst einen Kühlschrank, Autoklimaspezialisten, die zwei Schläuche anhängen und ein Gerät starten und nicht wissen, was in diesem Kühlsystem funktioniert, die sollte man einfach irgendwas, aber nicht, auch sage ich nicht. Ich rege mich heute wieder auf über Spezialisten. Wir haben heute nur noch Ingenieure. Vor 3 Wochen wusste ich noch nicht, wie man Ingenieur schreibt. Heute bin ich einer. Oder solche selbsternannten Spezialisten, das finden wir überall. Wir machen nur Kühlschränke. Nur 12-Volt-Kühlsysteme, Tieftemperatur-Kühlsysteme. Aber wir machen nicht noch irgendwas, keine Ahnung. Wärmepumpen, weil wir das gleiche wissen wie. Ich habe die Leute nicht, die sich bei Wärmepumpen auskennen. Leute, die vor 2 Jahren noch irgendwas anderes gemacht haben, sind halt Spezialisten für Wohnmobile. Elektriker, die Wald-, Wiesen- und Feldelektriker sind, die irgendwo ein Einfamilienhaus verdrahtet haben, trauen sich heute an Schaltanlagen hin, an Gleichstrom, Inselanlagen mit Solar und so weiter einspeisen. Vergesst das. Also liebe Kältetechniker, Götter in Weiß, hochspezialisierte Fachkräfte, lasst die Finger davon. Wenn ihr keine Ahnung habt, was im Kühlsystem abgeht. Und nicht irgendwo einen Schlauch anhängen, wenn ihr nicht wisst, was ihr machen müsst. Ich wünsche euch einen schönen Tag.